Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Hundesalon Lilly. Mein Name ist Silvia Reis und heute möchte ich euch meine neue und aktuelle Auszubildende Melina Marotta vorstellen. Und Frau Marotta möchte euch jetzt mal erzählen, wie sie den Entschluss getroffen hat, in den Bereich des Groomers, in das Handwerk des Groomers umzusteigen. Und ja, vielleicht erzählen Sie einfach mal, was Sie bisher gemacht haben und wie es Ihnen bisher gefällt bei uns. Ja, also schon einige Wochen dabei und habe hier schon einiges an Erfahrung sammeln können. Die Ausbildung macht mir sehr viel Spaß. Ursprünglich komme ich aus dem kaufmännischen Bereich, was komplett entgegengesetzt ist zu dem, was ich jetzt mache. Darauf gekommen bin ich unter anderem durch meinen zweiten Hund. Jetzt muss ich mir was machen. Der mich auf den Gedanken gebracht hat, darüber nachzudenken, wie ich meine Hunde und meine Arbeit bzw. meinen beruflichen Weg miteinander vereinbaren kann, verbinden kann. Und so bin ich darauf gekommen, dann letztendlich die Ausbildung zum Groomer zu machen, hier bei Frau Reis, was mir auch sehr gut gefällt. Und ja, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Wochen dabei, habe sehr viel gelernt, ich habe mir das nicht so vorgestellt, ich habe es mir deutlich leichter vorgestellt. Ja, also wie gesagt, wir sind ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Ausbildungsbetrieb und das ist so grundsätzlich, hört man das von vielen Schülern, die mit der Basisausbildung beginnen, die sich einfach was ganz anderes darunter vorstellen oder dass sie sich diesen Beruf an sich nicht so komplex und nicht so vielschichtig vorstellen. Und es ist leider Gottes in Deutschland derzeit kein aktueller Lehrberuf in anderen Ländern, und das erkläre ich immer. In anderen Ländern wie zum Beispiel Amerika oder auch der deutschsprachigen Schweiz ist das eine dreijährige Ausbildung und das erklärt eigentlich auch die Komplexität dieses Berufes. Wobei wir ja die Basisausbildung bei 3 Monaten angesetzt haben und da muss man natürlich so viel Stoff wie möglich reinpacken. Und ja, also wie gesagt, von daher denke ich, haben Sie ja bisher schon viel gelernt und trotzdem, ne, merken Sie, wo ja noch gewisse, ich sag mal, Schwachstellen oder Schwachpunkte da sind. Grundsätzlich darf man nicht vergessen, der Groomer ist ein Beruf, ein klassischer Handwerksberuf und ja, und das braucht einfach seine Zeit, oder? Ja, das sehe ich auch so. Mit der Ausbildung über 3 Monate ist es lange nicht getan. Das wird definitiv noch einige Zeit mehr benötigen, um auf ein gewisses Level zu kommen in diesem Beruf. So, vor allen Dingen haben wir ja jetzt auch 2 Jahre Corona hinter uns gebracht und wir in dieser Krisenzeit einfach auch jetzt wieder gemerkt haben, wie beständig tatsächlich doch ein Handwerk sein kann und auch das Handwerk des Groomers. Das ist einfach, grundsätzlich sage ich immer, ein Handwerk hat einen goldenen Boden. Auch dieser Beruf des Groomers hat einen goldenen Boden, wenn das Fundament, wenn die Basis entsprechend gelegt worden ist. Luft nach oben wird es immer geben in diesem Beruf. Und ja, und so wie Sie mir erzählt haben, waren Sie dann oder haben Sie vor, in Refrain Ihren Laden zu öffnen. Richtig. Genau, und darauf freue ich mich auch schon sehr, dass das in Zukunft, dass ich meinen eigenen Laden eröffnen kann und meine eigene Selbstständigkeit aufbauen kann, wie es aussieht, wird es im Richtfahrt sein. Und ich freue mich sehr darauf. Es wird langsam spannend und ja, wir gehen dem Ganzen positiv entgegen. Sehr schön. Ich werde dann die Adresse von der Frau Marotta unten in die Infobox verlinken, dass ihr dann auch direkt den Zugang oder die Webseite zu Frau Marotta findet. Bis dann. Ciao. Ciao.